Wir sind hier heute auf dem Digital Commerce Day in Hamburg. Neben mir steht Alexander Graf. Er ist Geschäftsführer und Gründer von eTribes sowie Mitorganisator von dieser Konferenz heute. Alexander, wie seid ihr auf die Idee gekommen, diese Konferenz ins Leben zu rufen? Was habt ihr euch vorgenommen damit? Ja, also die Ursprungsidee der Konferenz haben wir eigentlich über die K5-Konferenz von Jochen Krisch bekommen, die er in München veranstaltet. Ein großes Treffen von Händlern und Herstellern, die dann durch Trendthemen angeteasert werden. Und was uns gefehlt hat in Hamburg, ist eine Konferenz oder auch ein Veranstaltungsformat, was Händler und Hersteller zusammenbringt, um mal über die Praxisthemen zu reden. Es geht hier gar nicht so groß um Trends. Was sind die 10 neuen Mobile-Themen in den nächsten 3 Jahren oder was kann man jetzt im Bereich SEO ganz, ganz Spezielles machen, sondern Alltagsthemen. Ne? Was für ein Shopsystem muss man auswählen? Wie bindet man eigentlich die beste Warenwirtschaft an? Was ist denn das überhaupt? Auf was für Fragen muss ich irgendwie achten? Und das geht schneller und besser, wenn man Erfahrungen tauscht, also zwischen Händlern und Herstellern, zwischen Betroffenen. Klar sind ja auch Dienstleister, wir sind ja auch Dienstleister, die versuchen da auch ein Geschäft zu generieren, aber der Anspruch ist es, die betroffenen Personen oder die betroffenen Unternehmen zusammenzubringen und die miteinander reden zu lassen. Und das funktioniert hier bei der ersten Ausgabe schon ganz gut. Die Vorträge sind nur eigentlich so ein Rahmenprogramm. Die sollen ein paar Themen anteasern, die sollen auch mal ein paar Ideen geben, in denen die Leute reden. Aber im Vorfeld der Veranstaltung haben wir schon Fragen geschickt an die Teilnehmer. Die sollten uns Fragen schicken. Wir schicken auch in der Nachbereitung Fragen an die, versuchen die zu vernetzen und auch so ein richtiges kleines Netzwerk von Händlern und Herstellern entstehen zu lassen, damit die miteinander reden und weniger Fehler machen. Der Digital Commerce Day, das sagt ja eigentlich schon alles aus. Es dreht sich wahrscheinlich alles halt um E-Commerce. Gibt es trotzdem bestimmte Hauptthemen, die ihr hier fokussiert? Ähnliche Trends? Das heißt ja, wie du schon erkannt hast, das heißt ja nicht E-Commerce Day, sondern tatsächlich Digital Commerce Day, weil E-Commerce in den letzten Jahren immer so eine spezielle Einschränkung war, nur Onlinehandel. Und die Kanäle lassen sich eigentlich nicht mehr trennen. Das hat weniger was mit Multichannel und Cross-Channel zu tun, sondern tatsächlich mit Handelskonzepten. Agiert man als Hersteller, agiert man als reiner Händler, agiert man als Großhändler im B2B-Umfeld. Das lässt sich nicht mehr trennen nach Online und Offline oder personengebundener Vertrieb versus Bestellung per Fax. Und deswegen versuchen wir da so eine Klammer zu schaffen mit dem Digital Commerce. Klingt immer noch ein bisschen komisch, ist noch nicht wirklich gewachsen so als Begriff. Aber grundsätzlich geht es uns eher um die Geschäftsmodelle und Konzepte, immer wenn Ware hergestellt und verkauft wird, wie funktioniert es eigentlich und was muss man beachten, wenn man damit irgendwie im Internet zu tun hat, beziehungsweise mit Internet in Berührung kommt. Was braucht man für Systeme, wie muss man es vielleicht messen, wie muss man es anders kalkulieren, was macht eigentlich noch Sinn, wenn man auf Amazon vertreten ist und über Amazon verkauft, was ist nachhaltig, was ist nicht nachhaltig. Insofern gibt es jetzt keinen so richtigen Themenschwerpunkt im Bereich SEO oder Shopsystem oder auch Personal, sondern es geht so ein bisschen um den Blick von oben, aber mit sehr, sehr viel Praxiswissen. Hast du vielleicht auch ein paar Tipps für unsere Zuschauer, worauf es jetzt in den kommenden Jahren ankommt, um halt erfolgreiches E-Commerce zu betreiben? Also bei uns geht es halt eher um online. Worauf kommt es an in den nächsten Jahren? Ich habe ganz am Anfang ja auch einen Vortrag gehalten zum Thema E-Commerce Geschäftsentwicklung und da stellt sich, oder habe ich auch ziemlich stark unterstrichen, dass es den klassischen Zwischenhändler in Zukunft wahrscheinlich so nicht mehr geben wird, sondern nur noch Händler, die auch so ein bisschen als Hersteller fungieren oder extreme exklusive Vertriebsrechte haben. Und da reicht es ja noch nicht mal aus, von einer Marke die Vertriebsrechte für Deutschland zu erhalten. Wenn er bei Amazon gelistet ist, nimmt Amazon auch die Produkte aus England oder Frankreich, um die in Deutschland zu verkaufen. Sondern muss ich schon sehr genau überlegen, was ist eigentlich mein USP, wie kann ich mir abgrenzen, warum sollten Kunden das bei mir kaufen? Der normale Kistenschieber, der irgendwo Ware einkauft und verkauft, den wird es so in Zukunft nicht geben. Und das überträgt sich auch ins E-Commerce rein. Wenn man da erstmal die Basis geschaffen hat, exklusive Produkte, dann geht es darum, dass man möglichst wenig Fehler macht, nicht viel Geld ausgibt für unsinnige Kundengewinnungsmaßnahmen, die sich dann nicht in Bestandskunden konvertieren lassen oder für unsinnige Reichweite, sondern sich genau zu überlegen, wie mache ich eigentlich mit jedem Verkauf Geld, wie spare ich vielleicht Geld, indem ich Software-as-a-Service-Systeme einsetze, anstatt mir eine teure Serverfarm irgendwo hinzubauen und gibt es vielleicht Partner, also auch Handelspartner, mit denen ich zusammenarbeiten kann, an die ich gegebenenfalls auch Geschäftsprozesse auslagere und da, um das herauszufinden, da muss man ja aber extrem viel unterhalten. Und dafür machen wir das heute hier. Abschließend vielleicht noch mal 2, 3 Wörter zu deinem Unternehmen. Du bist Geschäftsführer von eTribes, einem Beratungsunternehmen im E-Commerce. Ihr habt euch 2011 gegründet. Wie lief die Entwicklung bislang?
Genau. Ganz am Anfang war eTribes ja ein Teil von NetImpact, beziehungsweise Mitgründung von NetImpact, so ein interner Inkubator, als wir gedacht haben, ja, wir können auch ganz, ganz viele Online-Unternehmen aufbauen mit den Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen. Das hat sich dann im Zuge des Collins-Projektes zu einer eigenständigen Firma entwickelt, zu einer klassischen Strategieberatung, Interimsmanagement, weil wir sehr, sehr viel operative Erfahrung haben und auch Beteiligung haben an Handelsunternehmen. Wissen wir oder glauben wir zu wissen, wo es drauf ankommt, und arbeiten im Wesentlichen für Marken und Hersteller, wenn die anfangen, über Direktvertriebsthemen nachzudenken, also einen Shop aufzubauen, eine Warenwirtschaft anzubinden, PIM zum Beispiel aufzubauen, Media Asset Management, dann wissen sie meistens gar nicht, was muss ich machen, wen brauche ich dafür, wie muss das Personal dafür aussehen. Und in dieser Nische positionieren wir uns. Da gibt es sehr, sehr wenig Dienstleister und Beratungsunternehmen, die das können, glaubwürdig können und sich da positionieren. Und aufgrund des E-Commerce-Booms, den auch viele Marken dazu nutzen, sich selber im Bereich E-Commerce auszuprobieren, entwickelt sich das recht positiv. Also wir haben eine sehr, sehr gute Vertrauensbasis im Markt geschaffen. Wir haben einen sehr, sehr guten Ruf, sehr spezialisiert tatsächlich auf Marken und dieses Beratung auf Top-Management-Ebene. Aber wir sind halt auch sehr kritisch. Also es gibt auch Unternehmen, Handelskonzepte, an die ich zum Beispiel gar nicht mehr so richtig glauben kann, mit denen können wir dann in der Regel auch nicht zusammenarbeiten. Und die Leute, die auch kassenzone.de lesen, mein Blog, wissen, dass wir da auch kein Blatt vor den Mund nehmen und erst die Frage stellen, warum sollte der Kunde eigentlich in Zukunft bei dir kaufen? Welchen Mehrwert bietest du? Wo ist denn eigentlich das Businesspotenzial? Und wenn wir das nicht sauber beantworten können, auch in Zusammenarbeit mit potenziellen Kunden, dann wird es eher schwer. Aber für die meisten Hersteller und Marken gibt es da sehr positive Antworten. Gut, dann vielen Dank fürs Interview und wir wünschen viel Erfolg mit dem Digital Commerce Day in Zukunft und natürlich auch für eTribes. Danke.